Let's go. Let's go. Ganz, ganz herzlich zu der Tiamo-Legung hier für dich. Was möchte sich zeigen in der Liebe? Und bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte hier, sei mal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Webseite für den Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Schauen wir, was sich zeigen möchte. Schauen wir, dass ich das so hinlege, damit du das auch alles ganz gut sehen kannst. So, einmal ein bisschen näher gestellt. Schauen wir. Mal schauen, wo ich das hier liege. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte hier jetzt einmal für dich, was möchte sich hier für dich zeigen. Oh, wir haben hier viele Themen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja? Also, ganz eindeutige Botschaft. Jemand kann dich nicht vergessen, jemand möchte eine Chance von dir. Fragt sich, wie. Jemand ist in Gedanken. Jemand bittet dich um Vergebung. Jemand sucht die Aussprache zu dir. Du bist auf neuen Wegen. Ganz eindeutige Botschaft. Ja? So liegt es hier. Diese Person wird kommen. Diese Person wird in deine Richtung kommen. Ich sehe, dass du in einer Gegebenheit bist, wo du entweder hast du längst vergessen oder entweder hast du, wo du durch diese Dinge deine Erfahrungen gemacht hast. So bekomme ich das rein. Ja? Also, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Jemand möchte an dieser Partnerschaft arbeiten, Ex-Partnerschaft. Also ganz, ganz eindeutige Botschaft, was sich dann hier eben auch gezeigt hat. Diese Person versucht mit dir den Kontakt aufzunehmen. Man schweigt. Man schaut nach dir, man schweigt. Ja? So liegt es hier. Lass deinen Ex-Partner los, die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Also auch in dieser Situation, einer von euch beiden ist in diesen Gegebenheiten eben auch drin und versucht etwas mit dir zu klären. Ja? Also komm wieder auf dich zu. Ist ja keine Sinnlegung, ja, die Tiamo-Legung, aber hier gibt es eine Gegebenheit in Form des Ex-Partners, wo ja, hier höchstwahrscheinlich man sich lange zurückgezogen hat. Jemand könnte in einer Partnerschaft eben auch sein, auch dass jemand könnte mittlerweile verheiratet sein oder generell in eine Partnerschaft gegangen eben auch sein. Ja, da schau bitte individuell für dich zumindest und sucht man die Aussprache eben auch zu dir. Man möchte sich mit dir aussprechen.
Man möchte eine Chance von dir. Jemand hat sich eine Chance verbaut oder vielleicht auch mehrere Chancen verbaut. Ja, das bekomme ich hier. Gehen wir weiter auf diese Karte. Das ist jemand, wo du höchstwahrscheinlich irgendwie schnell in einer Situation warst und ich sehe, dass sich das Ganze in dieser Angelegenheit, also Step by Step, versuche ich das zu erklären. Schau mal hier. Es hat sich etwas gedreht zwischen euch. Es kam hier. Also definitiv kam es, wir haben sehr hohe Karten. Ja, und es ist eine Situation, wo du vielleicht in der Vergangenheit irgendwie ja, in einer Art, Weise und Form, diese Person hat dich irgendwie nervös gemacht, das Ganze hat sich gedreht zwischen euch, ja, so zeigt es sich hier, ja, also es gab in Gegebenheiten viele, viele Lernaufgaben, was euch eben auch beinhaltet und hier ist es so, dass diese Person jetzt einiges in einer Art, Weise und Form dir näher bringen möchte, aber man kann es irgendwie nicht. Diese Person kann einfach nicht. Diese Person versucht irgendwie mit dir zu kommunizieren, wo man dich eben auch beobachtet. Also das liegt hier ganz, ganz eindeutig eben auch nochmal drin. Ja, die Erinnerungen. Es kommen immer wieder Erinnerungen hoch, gemeinsame Aktivitäten, was auch immer ist. Ihr könntet... ja, es kann hier mit Kindern im Zusammenhang stehen, auch das eben auch. Ich sehe, dass ihr gemeinsame Erinnerungen habt und immer wieder wird man an Gegebenheiten eben auch erinnert, ja. Also, das liegt hier drin. Ich sehe, dass diese Person dich nicht vergessen kann, diese Person versucht dich zu vergessen. Ja, ob, was man da auch immer tut, diese Person versucht dich zu vergessen, kann es aber nicht, ja. Also, Erinnerungen an die Vergangenheit... zeigt sich, Regen könnte für den einen oder anderen signifikant sein. Es regnet gerade, ja, auch das für den einen oder anderen eine Situation, die einen irgendwo ja, aus seiner Komfortzone wirft. Ja, also ich bekomme, dass du jemanden aus seiner Komfortzone irgendwie geworfen hast. Ja, so bekomme ich das hier rein. Schauen wir hier weiter. Man fährt entweder bei dir vorbei, man schaut bei dir vorbei, man läuft vielleicht die Treppe hoch, wo du da irgendwie wohnst. Ich sehe eine Treppe vor mir. Die Person könnte dann nochmal eine Etage weiter hoch irgendwie laufen. Ja? Im Zusammenhang stehend, dass diese Person irgendwie versucht, dich zu treffen, gleichzeitig aber Angst hat vor dieser Begegnung. Man versucht, dich zu treffen, hat gleichzeitig aber Angst. Ja? Eine Situation zwischen euch noch einmal, die geführt ist, eine Situation, was höchstwahrscheinlich für den einen oder anderen mit Lernaufgaben eben auch zu tun hat und eben auch hatte, ja, in den Dingen eben auch, du entscheidest für dich, weil hier kommt noch einiges auf dich zu, in einer Situation, ich sehe die Charaktere dieser Person, ich sehe diese Person sich da in diesen Dingen einiges eben auch verbaut hat, ja, schau da bitte speziell und individuell eben auch für dich, ja, gemeinsam etwas zu schaffen, also es ist ein Zeitpunkt gekommen, in dessen Leben, wo man gemeinsam mit dir etwas erbauen möchte, etwas mit dir wieder schaffen möchte, etwas daran arbeiten möchte, an dieser Partnerschaft eben auch, ja. Also das erste Münzen bekomme ich hier, dass du Möglichkeiten genderneutral bitte, wie du hier schaust, Möglichkeiten ohne Ende hast. Du bist auf neuen Wegen, ja. Ich bekomme, dass du dich entfernt hast aus dieser Situation, was es auch immer eben auch war und wie es eben auch vonstatten gegangen ist. Diese Person noch einmal möchte wieder auf dich zukommen, ja. Und diese Charaktere oder diese Person, wie sich diese Person diesbezüglich in deine Richtung zeigt, es ist so, dass du ja es schon mit jemandem zu tun hast, beziehungsweise hattest, wo man ja nicht Nein sagen konnte, wo man in Dingen eben auch war und schnell schwach geworden ist. Ja. Der Schwachpunkt dieser Situation, das, was ich vorhin eben auch schon sagte, dreht sich in einer Situation. Es hat sich komplett etwas gedreht, ja, dass höchstwahrscheinlich du in der Vergangenheit in diesen Dingen eben auch warst und jetzt diese Person letztendlich so ist, ja, das bekomme ich, also, das zeigt, ja, das zeigt sich ganz, ganz eindeutig, weil du bist hier in, schau dir das mal an, du bist das Rad des Schicksals, ja, also Schicksalshaftes wird so oder so geschehen, es liegt in der Zukunft eben auch, ja, dass du für dich, wo du deinen Weg eben auch gehst oder beziehungsweise gegangen bist, das erste Stäbe ist Neubeginn. Ja, du hast hier zwei Asse, das ist der Neubeginn. Der Neubeginn in deinem Leben, den du diesbezüglich eben auch wahrnimmst. Sommer ist signifikant.
in Form schicksalhaftes Event auch, was zwischen euch Event auch stattfinden möchte, auch in Gegebenheiten in Form neue Person, du entscheidest für dich, ja. Also du hattest es mit jemandem zu tun, der, wo du schnell weich geworden bist, wo du schnell irgendwie ja, dahingeschmolzen bist, und wir schauen hier für die Zukunft eben auch, es ist ganz, ganz wichtig, dass du da in diese Perspektive eben auch schaust, wie, wo, was in Form Vergangenheit, Nostalgie. Ja, das zeigt sich hier auch nochmal in den Dingen, inwieweit du da dieser Person, du entscheidest für dich, diese Chance eben auch geben wirst. Ja, das zeigt sich, denn man wird kommen und man wird eine Chance von dir wollen. Ja, ob du da mit dieser Person gemeinsam in die Zukunft diesbezüglich eben auch gehst oder aber auch auf neue Wege diesbezüglich, ja. Ich schaue hier gleich noch weiter, denn wir haben die Manifestation, deine Träume, Wünsche werden so oder so in Erfüllung eben auch gehen. Das zeigt sich ganz, ganz eindeutig, und hier haben wir auch den Knackpunkt an der ganzen Situation. Sehr viel Passion zwischen euch, und da schau bitte, inwieweit sich das dauerhaft in einer Gegebenheit eben auch zeigt, in Form Ex-Partnerschaft oder ist es rein die Passion, ja. Da schau bitte, das zeigt sich, dass das stattfindet eben auch wird, dass man das zumindest versuchen wird, ja. Hier ist viel Passion, jemand möchte sich mit dir vereinen auf dieser Ebene, ja. Und dich um Vergebung eben auch bitten. Vergib und vergiss, das Leben ist so wertvoll, um es sich zu verderben. Also in Form dieser Vergebung, in Form dieser Dinge eben auch, die auf dich zukommen werden. Du bist in deiner Erfüllung, so oder so, irrelevant wie du hier schaust, du bist in deiner Erfüllung. Ja? Welche Themen sich da noch zeigen in dieser Situation, du wirst in deiner Erfüllung eben auch gehen. Ja? Das sagt mir schon das Ass der Münzen und auch in den anderen Dingen. Aber diese Person kann ich nicht vergessen. Was auch immer zwischen euch geschehen ist, hier haben wir, schau dir das mal an, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Es ist eine karmische Situation. Es ist karmisch zwischen euch, ja. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Also diese Person, es zeigt sich noch etwas, wo dir jemand etwas offenbaren möchte, und das bekomme ich hier auch. Ja. Also, es gibt Dinge, worüber man mit dir sprechen möchte. Wundervolle Energie, das heißt, ich hier als Königin deine Dinge in deinem Leben, und diese Person denkt nach, ja. Diese Person denkt nach, wie, was und wo. Wie geht man da in die Ansätze? Ich schaue nochmal auf diese Situation. Also es gibt da definitiv einen Schwachpunkt, der sich intensiv eben auch zeigt oder aber auch zeigen wird. In diesen Dingen schau bitte, ja. Diese Person kommt, weil das ist hier die Zukunft. Diese Person möchte auf dich zukommen, und man wird. Es gibt noch eine Person. Es gibt noch eine Person, könnte hier mit einer Reise im Zusammenhang eben auch stehen. Ich sehe, dass noch eine Person ein Auge auf dich geworfen hat, ja. In diesem Sinne, ob du jetzt da auf ganz, ganz neuen Wegen auskommt, rasante Bewegung, auf ganz, ganz neuen Wegen diesbezüglich eben auch bist, wer oder was eben auch immer auf dich zukommen möchte, was da geschieht, ich sehe noch eine Person hat ein Auge auf dich geworfen, ja. Da sehe ich, der Wagen zeigt sich in einer Situation, du, es kommt einiges in Bewegung, einiges. Und es zeigt sich in Form Erfüllung, es zeigt sich in Form Manifestation, deine, irgendjemand hast du manifestiert oder du bist in diesen Dingen, wo du unabhängig von Gegebenheiten manifestiert hast, und deine Wünsche werden sich erfüllen. Ob es mit dieser Person ist, entscheidest du allein, ja, oder aber auch, ob es mit einer anderen Person eben auch sein wird. Nur hier ist es so, dass diese Person kommen wird. Diese Person wird auf dich zukommen und da diese Kommunikation und Aussprache eben auch mit dir suchen. Hier zeigt sich die Partnerschaft. Schau dir das an, alles das, was ich schon sagte. Und es ist so, dass hier eine Situation ist, gehängte Position, in Form. Wer auch immer da in einer Situation noch in einer Partnerschaft ist oder in Dingen, wo du dich jetzt, es kommt etwas auf dich zu, wo du dich dann entscheiden musst, mehr oder weniger, ja, entscheiden darfst, ja, musst in Anführungszeichen, weil ich sehe, dass diese Person wird kämpfen. Diese Person wird kämpfen. Und diese Person wird nicht ohne kämpfen. Diese Person wird kämpfen um dich.
kämpfen um diese Partnerschaft, kämpfen für die neue Partnerschaft, was es auch immer ist. Das wird geschehen. Das liegt schon hier. Ja? Denn jemand ist kampfbereit. Kampfbereit, in deine Richtung mit dir etwas aufzubauen, mit dir etwas zu leben. Du hast sehr, sehr hohe Arkane hier. Ja? Und es zeigt sich so, dass letztendlich du dich für den richtigen Weg entscheiden wirst. Ich bekomme, du wirst dich für den richtigen Weg entscheiden. Ja? Das liegt ganz, ganz eindeutig hier, weil ich sehe, dass einiges stattgefunden hat, wo du jetzt diese Königin, genderneutral bitte, repräsentierst. Ja? So zeigt es sich in den Dingen. Wir schauen noch einmal auf die Emotions hier, in den Gefühlen, in den Gedanken, was sich da eben auch zeigen möchte. Schauen wir hier auf diese Position. Vergiss nie, warum ich in dein Leben trat. All das, was ich dir nie sagen konnte, möchte ich dich jetzt wissen lassen. Du bist so kostbar und ich habe dich enttäuscht. Ja, so liegt es hier. Und das ist das, was diese Person weiß. Diese Person weiß schon. Ja, und deswegen möchte man in die Kommunikation mit dir eben auch gehen. Wir schauen auf das Geheimnis. Dein Duft lässt mich nicht vergessen. Du bist überall. Also, es wird etwas geben, wo du dieses Unvergessliche in diese Person hervorrufen wirst. Das wird kommen. Sieh es für die Zukunft. Ja? So, meine Liebe, mein Lieber. Starke Verbundenheit hier so oder so bist du mit einer ganz, ganz bestimmten Person. Schau mal hier, ich weiß, das, was uns verbindet, sich hier der Erklärung einzieht. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe. Eine wundervolle Zeit. Fühl dich umarmt. Bis dahin.